und dann einfach Schluck, Schluck. Ja, heute Stier, so wie nur gerade hat. Hat auch wegen Schnee und Rohre wegen und so. Das stört uns nicht. Wir tun zwei Kirschebeben raus. Einen haben wir jetzt schon umgezogen, habt ihr ja gesehen. Ging ganz gut. Das Runterrücken haben wir auch. Muss man halt über die Nachbarwiese, wegen Schad. Das ist jetzt halt wegen ja, Grasnarbe zerstört und so, aber es geht schon. In unseren Augen sollte es denn nicht stören. Ja, jetzt haben wir hier auch natürlich einiges an Reisig zum Wegfahren. Aber das ist, zum Glück ist der Reisigplatz direkt dahinter. Und oh Gott, das ist auch ganz geschwind. Ja, also, habt ihr schon was sehr und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei dem Video. Und ja. Ja, jetzt haben wir schon wegen Reissack für zwei Karren. Das darf ich jetzt auch, weil ich habe jetzt auch einmal einen Führerschein von Schleppo. Ja, wir haben halt wegen Probleme mit der Kette für den Motorsäg. Das ist halt, wenn man da die Wurzeln absägt und so, ist das halt wegen kritisch. Muss man auch nicht näher drauf eingehen. Ja, hier sieht man auch mal, wieso, weshalb, warum wir die Bäume raus machen. Hier ist komplett hohl und auch am Stamm unten schon abgefault. Auch die Wurzeln bei dem, obwohl der eigentlich noch ein bisschen vitaler aussieht. Auch die Wurzeln bei dem sind abgefault, so zur Hälfte vielleicht. Da hat man auch mal die Spitze genommen. Da hat man die Spitze genommen. Und das soll man ja nicht, weil so ist direkt oben eine Wunde. Und da hat sich das durchgefressen sozusagen. Ja, auf jeden Fall, wir tun es auch raus, weil man ja die Kirsche jetzt so braucht. Oben auf dem Stück haben wir nochmal zwei Kirschebeben. Und hier soll ich noch drei Äpfelbeben, noch, drei neue. Weil das ist ja auch geschickt, wenn man in die Löcher von der Kirschebeben Äpfel einsetzt. Ist sehr best. Ja, nicht in die Löcher, aber in das Gebiet, weil die Wurzeln sind ja überall. Da kommt er wahrscheinlich. Zum James Grief. Mit dem viel Abstand. Ja. Da oben. Da. Zwischen dir. Beben nochmal aus. Ja. Noch nochmal. Treiber. Im anderen Loch ein. Und mit den die Löcher aber jetzt nicht zu machen. Wir müssen da sowieso noch einen Haufen Erde bewegen. Und wenn Kombosteine arbeiten, dann ist das so geschickt. Aufgeräumt. Der Traktor wird jetzt einparkiert. Wir haben auch noch ein wenig Stützematerial gesägt. Da auf dem Karre. Das nimmt man ganz gut zum Anfeuern in dem Ofen beim Aroma. Und ja, dafür haben wir ein bisschen was einfallen lassen und habe aus
bisschen altem Holz, so ein Gerät gebaut mit einem Anschlag. Und da funktioniert die Säge auch ganz gut. Das kann man auch mit der Motorsäge nehmen. Ist eigentlich ziemlich geschickt. Aber ja, da fehlt euch auch noch mal ein bisschen was, halt ein bisschen was zum Tüfteln. Wo ist der Fokus? Da ist der Fokus. Wieder. Ja, ich bin jetzt heute leider kein Traktorfahrer. Das übernimmt jetzt mein Bruder zuerst einmal. Weil der hat ja den Führerschein gemacht, der T. Muss ich ihm zeigen, wie weit er noch nach hinten kann. Aber 20 cm noch. Ja, der hat den Tee gemacht. Stopp! Auf dem Valtra N. Ich hoffe, er kann jetzt gescheit fahren. Nein, das wissen wir ja schon länger, dass er gut fahren kann. Mit dem Spann oder mit unserem Traktor, ja. Das war für mich noch ein wenig schwieriger, weil ich bloß der ganz kleine Karre gewinnt quer. Da hat mir der Lämmel nicht geht. Und ich bin vorher wenig bei anderen Leuten gefahren. Das war das schon richtig schwierig für mich. Ja, also, wir hoffen, euch hat der Flug gefallen. Und wir hoffen auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sagt Ade. Und ihr könnt euch auch schon wieder auf das Best of Outtakes and Fails 2018 freuen. Da sind wir schon im Schnitt dran. Und ja, Best of gibt es auch noch, glaube ich, oder? Ja, machen wir auf jeden Fall. Macht er gern. Also, wir sagen Ade. Ade.